Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen zu einem weiteren Türchen des Krachmugger Silvesterkalenders. Ich bin Ernie und wir bewegen uns heute mal so ein bisschen in rockigeren Gefilden. Im Grunde genommen haben wir heute auch wieder einen klassischen Montag, klassische Montagsmotivationstop 5. Und was euch erwartet, sind 5 Alben. Ich weiß gar nicht, wie man das so richtig kompakt zusammenfassen kann. Das ist rockig, melancholisch, rockig, verträumt, rockig, vintage. Oder fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Kennt ihr eigentlich Rope Sect? EP, dieses Jahr ist das Album gekommen. Und wie beschreibe ich euch das? Also inflationär häufig benutze ich ja den Begriff Cold Wave. Behaltet das einfach irgendwie im Blick. Vielleicht aus Mangel an anderen Begrifflichkeiten. Da sind wir dann. Ja, wisst ihr, woran ich da mal denken muss bei der Band? Auf eine gewisse Art und Weise, also nicht gleich erschrecken im Zweifelsfall, aber irgendwo auch Live-Lover. Also dieses Kalte, dieses Kaputte von der Konkurs, meine ich. Die Band hat jetzt hier nichts mit blutigen Hemden und so weiter zu tun oder in diesem Suizidalen. Das ist hier wirklich dann mehr schon so, vielleicht Joy Division. Die EP, die erste, finde ich ein bisschen einfacher zugänglich, vielleicht weil sie noch ein bisschen, naja, wie das halt immer so bei den Erstveröffentlichungen ist oder bei den ersten Veröffentlichungen, das ist noch ein bisschen kantiger. Das hier ist viel dichter von der Atmosphäre. Muss man 2-3 Mal durchlaufen lassen, aber das passt. Also erschienen bei Iron Bonehead, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise macht der gute Mann ja auch eher so Geprügelsachen, aber schöne Nummer. Ja, und das andere ist, das waren nämlich so die beiden Alben, wegen denen ich mir da hier was zusammengestellt hatte. Und das finde ich doch eine gute Kombi. Wir haben hier Rumors. Das ist dieses Jahr erschienen, so scheinbar irgendwo aus dem Nichts. Bei Rope Sect keine Ahnung, wer dahinter steckt. Hier habe ich da jetzt auch keinen Plan. Im Großen und Ganzen die fünf Veröffentlichungen sind ja schon so. Es ist Rock, aber so aus diesem Dunstkreis vom Extrem-Metal. Ne? Irgendwo passt das schon, so von den Mitgliedern, anderen Projekten, wie auch immer. Das hier ist Vintage-Rock. Okkultig angehaucht, wie man so sagt. Wenn euch Rocky Erickson gefällt, dann hört ihr hier rein. Habe ich vom guten Krugi geschenkt bekommen. Der ist da auch gleich draufgetreten, als wir einen Kasten Bier geleert haben. Macht nix. Super schön. Kassette, ne? Da klingt ja schon so immer ganz gut. Dann habe ich etwas, ja, da weiß ich gar nicht, ob ihr sowas jetzt in meinem Plattenschrank vermutet hättet. Französisch, ne, deshalb, also bei allem, was ich jetzt sage, da lachen wir dann und dann ist auch gut. Lady Cree, so. Ich sag's immer wieder, ich kann mit Alcest nichts anfangen, nie Zugang gefunden. Amuseur, genau das Gleiche. Und das hier ist der, Fursey Tasia, der ja auch ganz viele Plattencover schon gestaltet hatte. Das taugt mir. Das ist dieses Verträumte, was ich gesagt habe. Post-Rock, ja, genau. Und irgendwann, ja, das habe ich auch schon Jahre, die ist ja auch schon ein bisschen älter, keine Ahnung von wann die ist, auf Prophecy erschienen. Die taugt mir. Wirklich, von vorne bis hinten. Gerade heute auch noch mal reingehört. Und nee, ein schönes, wunderschönes, rockig verträumtes Post-Rock-Album. Mit tollen Gesängen, Klagesang, ne? Wunderbar. 3 Alben jetzt genannt. Ich finde, dass die alle 3 zusammen Sinn machen. Dann, ja, hier habe ich was. Da kann ich dann gleich nochmal was anderes zu sagen. Wir haben hier Chrome. Mittlerweile ist auch schon ein Album raus. Das hier ist die EP. Hier übrigens ganz toll gemacht mit dem Inlay. Ihr seht das. Warte, machen wir mal so. Also der Himmel. Das ist eine schöne Idee. Hier der Berg und dann dahinter der, ja, das Universum, ne? Gehenna. Dahinter steckt der SG von Secrets of the Moon. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, in welchem Umkreis oder wo man sich so rumtreibt, wo ich meine Informationen her habe. Black House, das neue Album von Secrets of the Moon. Ich habe so ein bisschen hinten angestellt. Ich hatte auch immer nur Schlechtes gehört, aber vor ein paar Wochen reingehört. Das ist toll. Ich verstehe es jetzt gar nicht. Die beiden Alben sind jetzt nicht identisch. Das ist beides zwar auch diese rockige, schöne, düster Nummer. Da denken wir an, ja, meine Güte, von The Cure über Sisters of Mercy. Lassen wir mal so. Klingt alles ein bisschen anders, aber wir wissen, wo wir ungefähr sind. Und wo, das Secrets of the Moon Album,
Klar, das klingt nicht mehr wie Carved in Stigma Taboons und auch nicht wie die zwei, drei Alben danach. Das ist mehr so das, was sie auf Sun gemacht haben, fortgeführt. Ich muss da sogar an Faith No More manchmal denken. Und ich finde das super, also das Black House. Und das hier, das ist einfach nochmal eine schöne andere Sache. So in Gemeinschaftsproduktion, Prophecy und Wahn. Einfach vier wunderbare Songs. Alle vier Alben, die ich genannt habe, passt alles zusammen. Könnt ihr euch alles, je nachdem, was ihr davon nicht könnt, gut mal geben und selber entscheiden. Und wisst ihr was, da kommen wir schon zum letzten. Da musste ich überlegen, was ich nehme. Und wer hatte mir da dann nochmal ausgeholfen? Die bezaubernde Natascha. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber passt auch wunderbar dazu. Nämlich die gute Swati Sander. Heißt die Swati Sander denn auch eigentlich? Muss ich mal kurz gucken. Swati Sander, ja. Schwarzer Sand vermutlich. Von Soulstuff hier. Schwarzen Sand habe ich auch hier. Ich war ja mal in Island. Interessiert euch die Story, wie ich da mal gespielt habe und wir noch eine Woche Urlaub gemacht haben. Ich muss mal so gehen, wenn ich das jetzt hier nämlich raushaue, da steht nämlich der gute Schädel drauf. Da habe ich so ein Einmachglas und da habe ich mir schwarzen Sand vom Strand mitgenommen. Ist eine tolle Erinnerung. Und das ist ein wunderschönes Album. Es gibt viele, die sagen, die mögen mehr so natürlich die Black-Metallerischen Auswüchse von Soulstuff hier davor. Manche die Sachen vielleicht danach, aber für mich ist das top. Ich habe jetzt heute sogar nochmal in die nachfolgenden Alben reingehört. Ich sag's, wie ich es empfinde. Für mich waren die langweilig. Und das hier bietet eine Vielfalt, das bietet eine tolle Stimmung. Hast du mit Fiara ein wunderhübscher, schöner Song, so, ne? Toll. Fünf Alben. Für mich passt das alles in eine Reihe. Sind alle verschieden, aber irgendwie kompakt. Und wenn ihr jetzt einfach sagt, ja, was hast du jetzt über Rock erzählt und du hast hier überhaupt nichts über deine Auslage rausgehauen, dann machen wir das hier zum Schluss auch nochmal. Blind Guardian, Tokyo Tales, super geiles Live-Album. Vor allen Dingen aus der Zeit, ich bin ja auch so einer, der findet ja, ist mit den ersten beiden groß geworden. Und das sind hier so die Anfangszeiten, super gute Songauswahl. Wobei ich mittlerweile sage, also die ersten sieben von Blind Guardian, die kann man sich gut geben. Wir haben hier Atramentus, das ist sehr Funeral Doom mit einem wunderschönen Lewandowski-Cover. Da gehen wir aber nochmal im Detail demnächst drauf los. Kleiner Spoiler, Montagsmotivation im Dezember, Funeral Doom ist auch auf dem Zettel. Das ist natürlich eiskalte Verprügelei, das ist Death Worship. Was willst du dazu sagen? Ne? Also da wachst du morgens in einer dunklen Gasse auf, bist grün und blau geschlagen und weißt nicht, was davor passiert ist. Und hier ein Klassiker aus Japan, Sai, das Debüt, die Scorn Defeat, reinhören. Da hat man, wenn man das Ding, da hört er mal rein. Schöne Sache. Kenners, da sind wir wieder. Montagsmotivation, weiteres Türchen. Wir sehen uns ja morgen eh wieder. Und bis dahin, lasst euch mal nicht weiter ärgern, ne? Macht's gut.